Du kennst sicher auch Situationen in deinem Leben, in die du kommst, wo du spürst, so wie die Umstände jetzt sind, kann es nicht mehr weitergehen. Du hast alle möglichen Dinge durchdacht und du empfindest, dass du an einen gewissen Endpunkt gekommen bist. Da klappt es vielleicht in der Ehe nicht ganz gut. Die Kinder hängen in unguten Dingen drin, die du nicht verändern kannst. Bestimmte Sachen in deinem Job sind mit Mobbing besetzt, sind ungut, laufen ganz negativ oder du hast deinen Job in dieser Zeit jetzt verloren. Du weißt nicht, bekomme ich einen neuen, wo bekomme ich einen neuen? Vielleicht musst du umziehen, weil dein Haus verkauft wird. Alles das sind Dinge, die in unser Leben kommen können und die uns schon sehr mitnehmen können. Was tun wir in solchen Situationen? Ich habe jetzt vor kurzem in einer ähnlichen Situation gelebt und ich habe in der Bibel gesucht, wo gibt es da etwas, wo der Herr mir etwas aufs Herz legt, ein Wort, an dem ich lang hangeln kann, um zu wissen, wie soll ich mich in dieser Situation verhalten. Und ich bin gekommen zu Esra, dem Buch im 8. Kapitel, Vers 21, da steht, und Esra rief an dem Fluss ein Fasten aus, um für sich und seine Kinder und seine Habe Geleit von Gott zu erbitten. Denn, so geht es dann weiter, das hört sich vielleicht sogar ein bisschen witzig an, denn er hatte sich geschämt, vom König Soldaten und Pferde zu erbitten, denn er hatte gesagt, die Hand unseres Gottes ist zum Guten über allen, die ihn suchen. Und so haben wir ein Fasten und ein Suchen und ein Flehen vor Gott ausgerufen. So, er wollte sich nicht auf natürliche Dinge verlassen. Er wollte sich nicht auf den König berufen, der ihm ja schon sehr entgegengekommen war. Er wollte nicht auf die Stärke der Soldaten hoffen. Er wollte nicht sich im natürlichen Bereich dienen lassen, sondern er wollte seine ganze Hoffnung auf Gott setzen. Er wusste, Gott ist gut und er wird ihm zum Guten weiterhelfen. Und so kam es, dass Gott wirklich sich erbitten ließ. Den Satz lesen wir ganz am Ende von diesem Vers. Und Gott ließ sich erbitten. So, wenn du ernsthaft nach Gott fragst, wenn du ihn suchst, wenn du ernsthaft mit ganzem Herzen nach seinen Anordnungen fragst, wenn du nach seinem Willen fragst, wenn du im Mittelpunkt seines Willens sein willst, dann wird er sich erbitten lassen. Er wird einen Weg machen, wo du keinen Weg siehst. Er wird Unmögliches in Mögliches verwandeln. Und wie es in Römer 8 heißt, er wird das Beste aus deiner Situation machen. Er tut das Beste für die, die ihn lieben. So wünsche ich dir, dass du heute diese Erfahrung machst, dass du dich in Dingen, die dir ganz unwahrscheinlich und ganz, ganz weit weg erscheinen, dass du da erlebst, Gott hat mehr für dich. Und er wird dich segnen. Und er wird einen Weg machen, wo du keinen siehst.